Das wird ein schwerer Auftakt für den Hamburger SV. Nach einer alles andere als optimal verlaufenden Vorbereitung geht es am Freitag gleich gegen Bayern München. Neben drei verlorenen Testspielen musste Trainer Bruno Labbadia auch noch zahlreiche Verletzte beklagen. In Hamburg stellt man sich jetzt schon auf eine schwierige Rückrunde ein, die dazu auch noch mit dem schwierigsten Spiel beginnt. Dass wir da auf eine der stärksten Mannschaften oder Europas treffen, glaube ich, das weiß jeder. Das zeigt auch die Wettquote. Das ist schon echt eine Herausforderung, was einem auch ein Stück kitzelt. Ja, und bin echt gespannt, wie wir es hinbekommen. Der Gegner aus München hat ganz andere Sorgen. Vor der letzten Rückrunde mit Trainer Pep Guardiola ist der Druck auf den Katalanen groß. Nicht weniger als der Gewinn des Champions-League-Titels wird erwartet, um seine dreijährige Amtszeit zum Abschied zu krönen. Ich weiß von dem ersten Tag, ich bin in Barcelona, auch hier, wir müssen gewinnen. So, ich habe gesagt in der Pressekonferenz, meine Leistung, es wird analysieren, es kann wollen, wie viele Champions League gewinnen, wie viele Titel gewinnen. Ist okay, ich akzeptiere diese Rolle, dieser Druck, willkommen. Die Meisterschaft hingegen scheint bei 8 Punkten Vorsprung auf Dortmund schon vor dem Rückrundenstart so gut wie entschieden. Oder, Herr Guardiola? Sind wir deutscher Meister jetzt? Punkten Vorsprung, ein bisschen. Warum müssen wir nach Hamburg fliegen? Wahrscheinlich, um den Vorsprung auf den Verfolger aus Dortmund weiter auszubauen. Und schließlich soll der Auftakt von Guardiolas Abschiedstour auch standesgemäß mit einem Sieg beginnen. Gladbach will Revanche gegen Dortmund. Zum Hinrundenstart gab es für die Gladbacher in Dortmund eine derbe 0-4-Klatsche, gefolgt vom Absturz auf Rang 18. Seit André Schubert Trainer der Fohlen ist, sind die vom letzten auf den 4. Platz gesprungen. Nun soll die Revanche gegen den BVB gelingen, auch wenn der Respekt riesig ist. Wenn man sich anschaut, wie sie eingeordnet worden sind mit Aubameyang, mit Reus, mit Kagawa, mit Mkhitaryan, das sind einfach absolute Topspieler. Mithelfen will auch Jonas Hofmann, der im Winter von Dortmund nach Gladbach gewechselt ist. Ob er gegen seinen Ex-Verein gleich in der Startelf stehen wird, wollte Schubert aber noch nicht verraten. Schalke sucht Form und Hövedes Ersatz. Auf Schalke ist die Stimmung vor dem Rückrundenauftakt gespannt. Eine verpatzte Generalprobe, fast täglich neue Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Shootingstar Leroy Sané. Und zu allem Überfluss fällt auch Kapitän Benedikt Hövedes bis zu 12 Wochen aus. Die schwere Verletzung des Abwehrchefs stellt Manager Horst Held vor eine große Aufgabe. Möglichst schnell muss ein passender Ersatz gefunden werden. Gegen Werder Bremen soll am Sonntag erst einmal ein Sieg her, um die Stimmung wieder etwas zu entspannen. Die Herausforderung der Woche. Was zusammengehört, soll man bekanntlich nicht trennen. Das dachten sich auch die Kölner Verantwortlichen und haben den Vertrag von Trainer Peter Stöger um 3 Jahre bis 2020 verlängert. Wie zuvor schon das Arbeitspapier von Sportchef Jörg Schmadtke. Der hatte neben der offiziellen Verkündung dann auch gleich eine Herausforderung für Stöger parat. Dann schauen wir mal, wer länger aushält am Ende. Den Kölner Fans wäre es wohl am liebsten, wenn es beide noch viel länger als bis 2020 beim FC aushielten und den Aufschwung der ehemaligen Fahrstuhlmannschaft noch ein wenig fortführen würden.